Ja, hi Freunde, hier ist euer Roboverbech. Ich grüße euch ganz herzlich. Leute, jetzt sind im neuen Jahr. Ich habe gestern schon aufgenommen, aber Robocraft hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn es hat total geruckelt, es hat geleckt, es wurde nicht verbunden. Ihr habt es wahrscheinlich selbst mitbekommen. Freunde, wir sind auf jeden Fall im neuen Jahr. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal ein schönes neues Jahr 2016 und ich hoffe, dass ihr mir so treu bleibt, wie es bislang wart. Und Leute, ihr seht selbst, ich habe meinen Megabot, ich habe gespielt wie ein Weltmeister, um diese scheiß SMGs zu bekommen. Und verdammt nochmal, ich habe es hinbekommen. Ey, wir haben hier, ich weiß gerade selber nicht, wie viele SMGs wir drauf haben. Wir haben 4, 6, 8, 10 Stück sollten sein. Genau. 10 SMGs, der Tank an und für sich, ja, ich bin zwar ein Hover-Freund, aber der ist schon so ein bisschen, ja, er hat so ein paar Macken. Vielleicht, wer den Tank hier kennt, ich habe, wie gesagt, ich habe ihn hier aus dem Shop gekauft, habe ich hier das Heck ein bisschen verstärkt, denn mir wurden sehr, sehr oft die Hoverblades hier hinten runtergeschossen und dann war ich immer bewegungsunfähig. Das war dann immer sehr, ja, kacke, gerade wenn es in einem Match war. Hier vorne muss ich mir auch noch was einfallen lassen, denn wir haben hier vorne nämlich auch die Hoverblade, die ist zwar hier hinten befestigt, aber trotzdem wird sie sehr, sehr schnell runtergeschossen. Das ist dann immer ein bisschen blöd, deswegen, ja, von den Hovers, ja, wenn sie gut geschützt sind, die Blades, dann hätte ich mal gesagt, ist es oder geht es in Ordnung. Aber so, wie es jetzt in dem, ja, ich sag mal, in der Konstellation ist, ist es jetzt nicht so ultra optimal, aber man kann bestimmt auf jeden Fall noch ein bisschen was verbessern. Von der Feuerkraft her eigentlich ausreichend, hätte ich mal gesagt. Ich war zwar auch schon im Pit drinnen und wurde auch sehr, sehr oft genutzt, aber das sind dann immer diese Bots. Ihr kennt die, wo so drei Etagen vielleicht haben. Und gegen die ist es dann immer ein bisschen schwieriger zu spielen, denn die haben wahrscheinlich ein paar mehr SMGs drauf wie wir. Aber dafür sieht er ganz nice aus, möchte ich mal sagen. Freunde, aber es soll nicht um den Megabot gehen. Wir gehen nämlich heute mit dem Megabot und ihr dürft das erste Mal Zeuge sein, wie Mofa ein Megabot spielt, Freunde. Und wir gehen natürlich gleich mal in ein Game. Wir können leider nur im Team Deathmatch und im Pit gehen. Ich glaube, wir gehen aber erst im Team Deathmatch und danach vielleicht mal in den Pit. Es kommt drauf an, wie lange es dauert. Wir starten einfach mal. Und Freunde, wir gehen hier auf jeden Fall einen kurzen Cut machen. Denn mit Megabot habe ich schon gemerkt, kann es nämlich sein, dass es immer relativ lange dauert. Deswegen sehen wir uns gleich auf jeden Fall im Match wieder. Voilà, Freunde, und das sind wir auch schon. Hey, Torpedofurz! Ich kenne doch den Torpedofurz. Oder kenne ich Torpedofurz? Ich glaube schon. Ich probiere es einfach mal. Ich denke mal schon, dass ich... Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass er mal in meiner Friendslist war. Aber er ist ja lange inaktiver, glaube ich. Und dann habe ich ihn jetzt vielleicht sogar eventuell gelöscht. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Torpedofurz, wenn das der Fall ist, dann tut es mir auf jeden Fall leid. Okay, ich hoffe, dass meine Mates mir hier ein bisschen folgen. Okay, ich hätte mal gesagt, wir gehen... Ey! Worum gehen wir denn? Die gehen hier runter, also gehen wir auch hier runter. Ja, das wird wieder auf Mitte hinauslaufen. Mitte ist aber nicht gerade sehr gesund. Okay, hier drüben wurde schon was gespottet. Wo ist denn der Megabot? Leute, schön drauf, schön drauf. Leute, wir müssen hier den Medic down bekommen. Oh, oh, nein, 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 nein! Mit gezielten Schüssen vielleicht. Wenn der Medic down wäre, dann hätten wir auf jeden Fall schon mal einen Pluspunkt. Wir sind immer noch bei 100 HP. Er wird hier aber auch instant geheilt. Das mag ich an den Hovers auch nicht so gerne. Oh, wir werden hier aber sehr, sehr gut geheilt, möchte ich mal sagen, von zwei Medics. Wir müssen ein bisschen verschieben, wir müssen einen anderen Weg einschlagen. Wir kommen hier nicht weiter. Ich probiere es vielleicht den... Freunde, wisst ihr was? Wir gehen... Oh, nein, 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 nein! Nein! Oh, scheiße, wir sind verkehrt rum. Vor, vor, vor! Wir müssen geheilt werden, wir dürfen nicht schießen. Das war ein Riesenfail, Freunde. Nein, hoffentlich geht das doch in Ordnung. Der Megabot hat halbe HP. Freunde, den kriegen wir gerade down. Ich weiß, ich stelle mich hier gerade an wie der letzte Mensch, aber ey, es ist wirklich so mein mit erstes Ründchen. Und jetzt schön auf den Megabot. Oh,
Oh, wir drehen uns schon wieder. Es gibt's nicht. Sehr schön, sehr schön. Jetzt holen wir uns die nächsten. Sehr schön. Und den holen wir uns auch noch. Freunde, als Megapod. Ja, gegen so normale Pots. Ja, steht uns eigentlich gar nichts im Weg, hätte ich mal gesagt. Frostkatz, wir treffen hier endlich mal. Und der nächste! Und der nächste! Sehr schön. Yes! Mother Rocks! Nein, das war ich nicht! Das war ich nicht! Ah, scheiße! Freunde, er lässt sich so merkwürdig handeln. Auch wenn ich immer schieße, dann bilde ich mir ein, dass der sich immer so ein bisschen dreht. Deswegen schaue ich dann immer in die andere Richtung. Okay, es sind nur noch zwei Gegner. Ich habe jetzt nicht wirklich... Ja gut, 5 Kills. Aber ich habe sie ziemlich abgestaubt, alle, möchte ich sagen. Jetzt schreibe ich hier mal Good Game Medics. Okay, wie... Ah, wundervoll! Leute, wir haben gewonnen. Das erste Mal, wo ich mit einem Megabot spiele, 5 Kills mache und eigentlich der absolute Obernoob bin. War auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel, außer dass ich ja vielleicht so ein bisschen... Ja, man muss immer so die Taktik so ein bisschen ändern, habe ich das Gefühl. Wenn zwei Medics hinter mir stehen und zwei Medics hinter den anderen Megabot stehen, dann könnt ihr natürlich ewig rumschießen. Dann müsst ihr immer so ein bisschen Taktik verschieben, damit ihr immer ja so auf den... ja, damit ihr an ihn vorbeikommt, möchte ich mal sagen. Leute, wir haben 3,1 Millionen gewonnen. Das ist schon mal sehr, sehr ordentlich. Allerdings war das auch unser erster Win mit dem Bot heute. Und wir haben Premium. Ich habe mir Premium gemacht, weil ich nämlich... ich glaube, 4 Steine hier weggehen. Oh, Leute, ich sehe gerade, ich habe falsche Steine genommen. Nee, das stimmt schon so. Ich habe nämlich die Reihe hier weggemacht. Und dann konnte ich sie nicht mehr schwarz machen, weil ich nicht mehr Premium war. Das heißt, ich konnte es nur grau machen. Jetzt habe ich mir extra einen Tag Premium gekauft, nur um diese 8 Steine wieder schwarz zu bekommen. Freunde, was machen wir denn? Wie viel Zeit haben wir? Wir hätten noch ein bisschen Zeit. Wir gehen nochmal in ein Match. Wir gehen diesmal in ein Pit. Und da kann es jetzt aber, wie gesagt, wieder ein bisschen dauern. Wir werden einfach wieder reinsteigen, wenn wir soweit sind, Freunde. Okay, Freunde, ich habe jetzt abgebrochen. Ich habe jetzt ca. 5 Minuten gewartet. In der Wartezeit war von, ich glaube, 50 Sekunden oder so. Wir gehen jetzt einfach nochmal in ein Team Deathmatch und das nächste Mal gehe ich dann einfach mal in ein Pit und dann warten wir halt einfach mal 10, 20 Minuten. Dauert es bei euch auch so lange? Also ich bilde mir ein, ich habe schon das ein oder andere Pit gezockt mit Megabot und das dauert tatsächlich immer relativ lange, um ein Match zu finden. Hier soll es aber relativ schnell gehen, wobei ich die letzte Zeit auch die Erfahrung gemacht habe, dass es sehr, sehr lange dauert, aber ich bilde mir ein, es hat sich sogar gebessert. 20 Sekunden Wartezeit. Ah gut, wir schießen drüber hinaus. Aber Leute, wie immer, kurzer Cut und wenn wir da sind, schneiden wir wieder rein. Voilà, Freunde, wir haben es endlich geschafft. Leute, wir sind in der Aufnahmezeit, geschlagenen 38 Minuten, haben ein Match gemacht und ich habe vorher probiert, dieses Pit zu spielen. Es hat nicht funktioniert, da es Ewigkeiten gedauert hat, um es zu laden. Dann war ich nochmal in einem Team-Deathmatch oder habe es zumindest probiert, war dann 10 Minuten in der Lobby und habe ich mein Game neu gestartet. Und jetzt sind wir endlich wieder da, Freunde. Okay, leicht genervt, aber trotzdem noch voll motiviert, gehen wir natürlich hier schauen, ob wir irgendwas nutzen können. Oh, die Ladezeiten, ich weiß nicht. Ey! Ja, Spitzer Damm. Leute, das sollte mir fast in die Richtung gehen. Ich kann nicht hören. Doch, nein! Ach komm, Freunde. Okay, hier an der Brücke wird es wahrscheinlich wieder Contact geben. Hier oben haben wir schon was. Der hat uns schon gespottet. Okay, wir müssen ein bisschen vor. Es wird höchstwahrscheinlich wieder an der Brücke oder auf die Brücke hinauslaufen. Das ist mein Mate. Erstmal schön ein bisschen in Deckung vielleicht bleiben. Wir wurden zwar gespottet, der Rail schießt auf uns. Leute, den Medic down, den Medic down! Alle Kanonen runter, alle Kanonen runter. Oh oh. Oh oh. Ja! Oh, Minecraft, Leute, wir sind so amazing. Ich denke mal, die werden hier gleich kommen. Scheiße, wir haben nicht genug Kanonen. Oh oh. Komm schon, er schießt nicht auf uns, er schießt nicht auf uns, er schießt nicht auf uns!
Das war's dann nicht, kleiner Freund. Nein! Oh, oh, Leute, gegen den werden wir nicht ankommen. Oh, oh. Renz! Reine! Ich weiß, wo wir das Kacke gebaut haben, aber wir brauchen Medic. Ach, komm. Ah, scheiße. Ah. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Er hat sehr viele Streben. Wie viele Kanonen hat er denn? Jetzt wollte ich es mir gerade hier anschauen. Freunde, dafür habe ich, ich glaube, circa 15 Minuten gewartet für so ein Match. Oh mein Gott. Okay, Freunde, wir probieren das Ganze jetzt nochmal ein bisschen dezenter und ich hoffe, ein bisschen weniger Ladezeit. Okay, was haben wir verdient? Okay, wir haben 85.000 ungefähr. Wir gehen jetzt nochmal in ein Battle, nochmal ein Team-Deathmatch. Und Leute, wie gesagt, versprochen, ich gehe das nächste Mal auf jeden Fall in einen Pit. Und dann werde ich vielleicht nochmal einen neuen Chassis kaufen für den Megabot. Vielleicht gibt es da irgendwas Cooles im Angebot oder so. Vom Geld her sollte es ein und für sich nichts Problem sein. Wir haben jetzt die Mega-Räder, wir haben die Mega-SMGs. Eigentlich das Teuerste haben wir gekauft. So gesehen das Chassis. Oder vielleicht schustern wir selber einen zusammen. Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, einen riesen Vengeance Pro zu bauen. Das wäre natürlich richtig cool. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das realisieren soll. Oder ob es überhaupt zu realisieren ist. Okay, wir haben drei Medics. Die Gegner haben einen Tesla. Ich gehe mal davon auch, ich gehe auch davon aus. Flitzer LP, kenne ich den nicht? Ich glaube schon. Ich bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Okay, Freunde. Wir sind wieder Spitzer Dam. Es wird höchstwahrscheinlich wieder auf die Brücke hinauslaufen, gehe ich mal schwer davon aus. Aber wir können sie probieren, diesmal ein bisschen zu umfahren, wenn es funktioniert. Ja, ich sehe schon, es wird wieder ein Loose. Meine Mates verteilen sich überall hin, bloß nicht dahin, wo sie sollen. Und durch dieses Patch oder durch dieses Update mit den Selbstteilen habe ich das Gefühl, dass es sehr, sehr wenig Medics geworden sind. Leute, kriegen wir den? Dann wäre eine Bedrohung schon mal weg. Oh, oh, der hat gefressen. Oh, Freunde, der wird down gehen. Sehr schön, einer schon mal weniger. Hier oben haben wir noch was. Ich weiß, es wurde oft gesagt, Mofa, schieß auf Entfernung einfach oder One-Clicks. Aber ich mache das schon, wie ich das so für richtig halte. Wenn ich fail, dann fail ich halt. Ich meine, hey, ist nur ein Game. Oh, da kriegen wir schon was ab. Leute, ich glaube, die sind aber auch sehr kreuz und quer verteilt. Vielleicht eine nach der Reihe wegknallen, wenn das funktioniert. Das wäre natürlich richtig cool. Okay, da wurden wir schon gespottet. Oder ich habe gespottet. Mein Medic ist noch hinter mir. Und da wird der erste drauf gehen. Freunde, ganz genau so habe ich mir das vorgestellt. Oh, scheiße, Leute. Das ist der Megabot. Das ist das, was ich gemeint habe. Freunde, wir müssen den wenigstens noch down bekommen. Wir werden es nicht schaffen. Wir müssen drehen. Probieren alle Kanonen gleich runter zu schießen. Ja, die haben natürlich einen Medic hinten dran. Freunde, wir müssen hier ein bisschen verschieben. Wir müssen hier definitiv weg, das werden wir sonst nicht schaffen. Ah, da wurden mir schon wieder die Hoverblade weggeschossen. Nein! Nein! Freunde! Freunde! Okay, wir können nichts mehr machen, Freunde. Wir können nicht mal mehr wegfliegen. Und der Flitzer LP! Ich glaube, das ist ein Zuschauer. Flitzer! Du kleine Kanalratte! Ja, okay, aber da braucht er schon ein ganzes Stückchen. Vorne ist nichts drin. Das muss ich dich leider enttäuschen. Es ist hinten drin. Da braucht er ein Weilchen. Aber er würde die Punkte seines Lebens machen. Los! Rail, was machst du denn? Oh mein Gott! Wie kannst du das verschießen? Okay, da bin ich defekt. Flitzer, da hast du nochmal Glück gehabt. Ah! Da bekomme ich schon eine WhatsApp-Nachricht. Okay. Freunde, das war's auf jeden Fall
Von dieser Folge Robokraft, wir wurden jetzt zwar ziemlich hart von dem Medic genutzt, aber hey, wir hatten keine Waffen mehr, wir konnten uns nicht bewegen. Von dem her, sei uns auf jeden Fall verziehen. Freunde, ich habe mal gesagt, wie gesagt, war es auf jeden Fall von dieser Folge. Da bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Zuschauen. Bis dann, macht's gut, Leute, euer Wolfverwächen, bye bye.